Ausstellung, also zur Ausstellung des Stadtmuseums Bonn, Bonns Goldenes Zeitalter, die kurkölnische Residenzstadt zur Zeit Beethovens, ist natürlich auch ein opulenter Katalog erschienen, der im Stadtmuseum erhältlich ist. Der Katalog umfasst viele spannende Beiträge von fachlich natürlich ausgewiesenen Autorinnen und Autoren, die schon über die Jahre sich mit der entsprechenden Thematik und ihrem sozusagen gesamten Umfeld beschäftigt haben. Und die Zeitspanne, die berücksichtigt werden sollte, beginnt natürlich noch vor der Zeit der Geburt Beethovens in Bonn, endet aber erst dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts, weil von Anfang an meine Konzeption der Ausstellung, die ich ja zusammen mit den Wiener Kooperationspartnern Professor Bieber und Professor Fuchs getroffen habe, immer die Amtszeit des letzten Kölner Kurfürsten, des Habsburgers Maximilian Franz, berücksichtigen sollte, der eben auch erst, obwohl er schon längst ein Herr ohne Land und Macht war, 1801 in Wien gestorben ist, womit das Kurfürstentum erst formal wirklich zu Ende ging und Beethoven auch damit als Angestellter der kurfürstlichen Hofkapelle, ja, ausgeschieden ist. Er war, wenn Sie so wollen, von da ab dann eben ein freier Musiker, der seine Geschäftsverhältnisse ganz selbstständig erledigen konnte. Aber diese weite Zeitspanne berücksichtigt dann eben nicht nur Bonns goldenes Zeitalter, was es auch wirklich gewesen ist und was sich auch in den vielen Beiträgen dann auch widerspiegelt, sondern eben auch noch die ersten Wiener Jahre von Beethoven mit den ganzen Bezügen, die er dann auch immer noch über Freundschaften und Bekanntschaften und auch dem Verlag Simrock in Bonn hatte. Wichtig an diesem Katalog ist neben diesen Beiträgen, die sozusagen thematisch eben in dieses Zeitalter einführen, eben auch die Fülle der Katalogbeiträge, der sogenannten Exponatbeschriftungen. Und in diesem Fall bin ich wirklich ganz glücklich und stolz, dass tatsächlich jedes Objekt, was wir aus eigenem Bestand, aber eben auch aus den zahlreichen Institutionen, die wir für Leihgaben gewinnen konnten im In- und Ausland, ausführlich beschrieben sind. Also jedes Exponat aus der Ausstellung ist im Katalog mit einer ausführlichen Beschreibung vertreten, sodass der Katalog letztlich die Ausstellung dauerhaft verfügbar macht. Jetzt freue ich mich, Detlef Ahrens anzukündigen. Das Grabmal für Johann Josef Eichhoff ist auf diesem alten Kesselnicher Friedhof durchaus was Besonderes. Schon von der Präsentation her mit der Urne oben und wahrscheinlich, wenn Sie diesen Pömpel sich anschauen, hat da auf der Urne auch noch eine Flamme gesessen, die aber dem Zahn der Zeit, wie so vieles, zum Opfer gefallen ist. Johann Josef Eichhoff ist hier vergegenwärtigt mit seinem vornehmsten Titel, nämlich Direktor der oder sogar Generaldirektor der Rheinschifffahrt. Ein Amt, das er dann tatsächlich und lange ausgeübt hat, zum Ärger vieler, vor allen Dingen der Kölner Kaufmannschaft. Also da gibt es sehr interessante Verwicklungen. Man kann ihn in gewisser Weise als nicht nur als Vordenker, sondern sogar als Vorkämpfer der freien Rheinschifffahrt bezeichnen. Und diese freie Rheinschifffahrt, dazu muss man sich den Rhein in der Zeit des Ancien Regime vorstellen. Nämlich schon als Handelsweg, immer wieder auch frequentiert, aber eben, weil er ein Handelsweg war, versuchte jeder dieser kleinen Duodezfürsten am Rhein mit einer Zollstation, früher auch mit einer Burg, abzukassieren. Das heißt, im Zweifelsfall musste ein Schiffer 32 Mal an Land gehen und Zoll zahlen oder Gebühren auch, und da wurde
unglaublich viel auch unter der Hand gemagelt. Es wurde teilweise eben auch wurden die Schiffe unter Druck gesetzt. Also es waren üble Zustände, sodass der Rhein sein Potenzial gar nicht entfalten konnte als Verkehrsweg. Das hat Eichhoff früh gesehen, übrigens auch andere. Da war er jetzt kein origineller Vorläufer. Aber er sah eben auch, dass es sehr, sehr schwierig war, diesen Weg zu öffnen. Und da kamen eben die Franzosen. Die Franzosen, die mit einem Federstrich diese ganzen Grenzen ignorierten und dieses Rheinschifffahrts-Octroi, also diesen Verwaltungsakt in Gang setzten, dass der ganze Rhein im Einvernehmen damals noch mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, was es da noch gab, im Einvernehmen also mit dem Reich, diesen Schifffahrtsweg regulierten. Das heißt also, die Gebühren vereinheitlichten, die ganzen Zollstationen wegnahmen und so weiter. Also er als Direktor, für ihn war das natürlich ein gefundenes Fressen. Insofern als schon mit dem ersten Memoir, das er veröffentlicht hat, von 1802, in den Rezensionen stand, er wird nicht nur die Übersicht haben über die jetzt vier französischen Departements auf der linken Rheinseite, sondern seine ausgezeichneten Kenntnisse der Rheinschifffahrt, vor allen Dingen in Bezug auf den Handelsweg, werden schon in der ersten Rezension in den damaligen Blättern herausgestrichen. Und das wird dann auch für ihn später nochmal ganz wichtig werden. Denn jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Er bleibt nicht lange Oberbürgermeister von Bonn, sondern wird befördert. Er wird Präfekt des Arrondissements Bonn, das einen sehr großen Einzugsbereich hatte. Und das war schon was. Die Bonner Bürger, wenn man den Quellen glauben darf, haben das sehr kritisch gesehen. Er war nämlich einer, der es nicht mehr für nötig hielt, seinen Finger höchstpersönlich in den Weihwasserkessel zu tauchen, sondern das seinem Diener überließ, der ihn dann entsprechend betupfte. Und er kniete auch nicht auf dem nackten Boden oder auf der nackten Bank, um seine Devotion zu erklären, sondern ließ sich ein Damastkissen unterlegen. Also der ehemalige Hofkoch, der ja nun bei Licht besehen eine so glänzende Stelle nicht hatte, war jetzt jemand, der durchaus die Hierarchien zu schätzen wusste und durchaus wusste, wer er war. Vielen Dank, lieber Herr Ahrens. Alexander Wolfshohl, den ich auch für einen sehr gewichtigen Beitrag für den Katalog gewinnen konnte, hat sich bereit erklärt, auch in diesem Film nochmal das Wort an Sie zu richten. Der Katalog der Ausstellung Bonns Goldenes Zeitalter ist ein reich bebildertes Opus, das in anschaulicher Weise dieses Zeitalter widerspiegelt. Der Begriff Goldenes Zeitalter fällt immer dann, wenn Zeitgenossen das Gefühl haben, dass eine Glanzzeit vorüber ist, wenn sie das Gefühl eines Mangels haben, eines Verlustes haben. Meines Wissens beginnt der Gebrauch dieses Begriffs für Bonn bezogen 1816 im Januar und weist zurück auf die Zeit unter den Kurfürsten. Es wird ausdrücklich gesagt, damals in einem Nachruf im Bönnischen Wochenanzeiger, das goldene Zeitalter unter einem glänzenden Hof und den Auspizien einer blühenden hohen Schule. Das heißt, es wird herausgehoben, dass der Hof das Entscheidende war und die hohe Schule, das war Universität und Gymnasium mit drin. Und dieses Zeitalter etwa von 1750 bis zum Einmarsch der Franzosen 1794 hat Ingrid Bootsch versucht mit der Ausstellung abzubilden, da auch Exponate bei, die ganz singulär sind und hier die Breite abzubilden, die
die kulturelle Blüte damals ausmachte. Und ich denke, es ist sehr gut gelungen. Der Nachruf, den ich eben erwähnt habe, der diesen Begriff goldenes Zeitalter bringt, ist ein Nachruf gewesen auf Johann Peter Salomon, ein Violinvirtuose und Impresario, der aus Bonn stammte und Haydn nach London geholt hat. Zu zwei Konzertreisen, kann man sagen. Und dabei hat Beethoven Haydn kennengelernt. Und das war die Brücke dafür, dass Beethoven dann nach Wien gegangen ist und wegen des Franzosen Einfalls nicht zurückgekommen ist. An einem Hof in Bonn, und die ganze Stadt hing letzten Endes vom Fürsten ab, war es wichtig, vom Fürsten Aufmerksamkeit zu erreichen, war es wichtig, Beziehungen zu pflegen. Es war aber eben auch wichtig, die Qualität, die man in einem bestimmten Bereich hatte, künstlerischen Bereich, musischen Bereich, den Kindern weiterzugeben und sie in diesem Bereich auch zu fördern, wo man sie fördern konnte. Da entstanden Netzwerke, Seilschaften, ein heute überwiegend negativ besetzter Begriff, der letzten Endes aber doch positiv ist. Man verließ sich auf den anderen, den man in die Seilschaft reinholte. Und andere Beiträge im Katalog befassen sich mit einzelnen der großen Aufklärergestalten, die es in Bonn durchaus gab und die auch für die Fortentwicklung Bonns im 19. Jahrhundert eine große Rolle gespielt haben. Als die Franzosen gekommen waren und die goldene Zeit vorbei war, verlor Bonn Bevölkerung, der Hof floh, die Hofgesellschaft floh auch, 2.500 Einwohner weniger, von 10.500 auf 8.000. Es gab den großen Arbeitgeber nicht mehr, nämlich den Hof, auch die etwas minderen Arbeitgeber, nämlich die Hofgesellschaft, die Adligen gab es nicht mehr in Bonn. Und Studenten und Professoren gingen ins Rechtsrheinische zum Teil, aber es hat auch einen Teil der Lehrer und Professoren gegeben, die unentgeltlich weiter unterrichtet haben. Und später, als die französische Verwaltung sich etwas etabliert hatte, mit der Hälfte der Bezüge. Das heißt, dass hier eine akademische Ausbildung und Lehre, gymnasial und weiterbildend, fortgeführt wurde, ist aus diesem Gedankengut und dieser Selbstverpflichtung einer früheren Zeit zu erklären. Also es ist durchaus etliches an geistigem Gut, an Ideen weitergegeben worden in das 19. Jahrhundert hinein und die Musikpflege auch. Diese Bonner Universität, die das Gedankengut der Universität aus kurfürstlicher Zeit aufnehmen wollte und sollte, hat im 19. Jahrhundert so geblüht und augenscheinlich blüht sie auch heute noch so.